wäre ich beinahe runtergefahren. Und schwupp. Wo bist du? Da. Auf fern sofort. Hier sind die Baupläne. Erstaunlich. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Bitte nur bewusstlos. Ansonsten, keine Ahnung, hätte ich vielleicht nicht nur einen Totenkopf, sondern einfach einen Tod selber oder so. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor Sie wieder zu sich kommen. Das finde ich aber auch schwer, ne? Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Pfeiler aufgeladen ist, wird niemand. Finde ich aber auch schwer, ne? Du willst Rache üben, ne? Die haben auch so richtig viel Scheiße gemacht, ne? Und du darfst nicht töten in dem Spiel. Sozusagen, ne? Um ein gutes Ende zu haben. Wo ist denn dieser scheiß Walöltank da oben? Genau, jetzt erst hier. Zack. Zack. Zack, und wohin jetzt? Genau, dahin. So, und hier rein. Und jetzt geht's los. Und? Großartig. Einfach großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Ja, das glaube ich. Aber es braucht ziemlich viel Energie, ne? Warte, was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Kalista. Kalista ist da unten. Zum Glück ist sie nicht tot, ne? Dann hätten wir die ja auch ermordet. Untere Wache. Oh, lol. Oh, die ist doch tot, okay. Notiz für Wallace. Mein lieber Wallace, wir sind zu einem sicheren und geschützten Ort unterwegs, von wo aus wir die Machtübernahme koordinieren können. Mein Audiograf und die besten Weine vor Sonnenuntergang sollen an Bord des Schiffes gebraucht werden. Achso, Weine. Okay. Heute Abend werden die Bediensteten für ihre Treue und ihre Arbeit belohnt werden. Lord Pendleton. Lydia, du findest nichts. Kalista. Brief an Kalista. Kalista, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwall gibt. Ich denke nicht, dass Corvo verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen. Aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, den ich in Emilys Turm versteckt habe. Eine Leuchtrakete habe und ich komme zurück. So schnell ich kann, halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird Ihre Hilfe benötigen, wenn das hier alles vorbei ist. Emily's Turmschlüssel. Und jetzt müssen wir in den Ding und müssen Samuel rufen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil der hat uns zwar irgendwie geholfen, ne? Aber er hat auch gesagt so, ja, ich war auch dran schuld. Ja, ich glaube, der hat sich zumindest entschuldigt. Aber ich weiß nicht, ob das alles da so besser macht. Ja. Was würdet ihr denn eigentlich machen? Würdet ihr Samuel rufen? So als, keine Ahnung, so als Corvo, oder würdet ihr sagen, nee, der Typ ist ein Spasti, den will ich nicht. So, wir müssen erstmal da hoch. Und jetzt da hoch, warte. So. Und jetzt hier aufwachen. Die Bilder sind weg. Die armen Bilder. Aber Bolzen, natürlich. Alles, was wir schon gekauft haben, ist jetzt hier. Ist weg. Emily. Ja, die Emily. Die Tochter der Kaiserin. Sie ist weg.
Sie haben sie heute früh mit einem Boot abgeholt. Ich weiß nicht wohin. Wer kümmert sich jetzt um sie? Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen. Schade. Boom. Ob er das gesehen hat, weiß ich nicht. Ja, natürlich, der ist natürlich direkt am Strand. Natürlich. Einmal dahin. Hallo Samuel. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Ja, wir fangen nach King's Barrow Island. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Das ist ja schön. Die Kaisertreuen. Gegner eliminiert 6. Allgemein Chaos-Faktor hoch. Okay. Deckt hier ist nicht viel. Ja. Den Blitzfall benutzt, um Pyro und Zuckerlauf zu retten. Emilys Bild gefunden. Okay. Die Anführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt. Den letzten Militärprojekt des Lordregenten. Dort halten sie Emily fest, während sie versuchen, die Stadt noch fester in ihrem Griff zu bekommen. Es ist also Zeit, ihnen gegenüberzutreten und über deren Schicksal sowie die Zukunft von Dunwall zu entscheiden. Licht am Ende des Tunnels. Die Insel ist ein einziges Chaos. Wir haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily. Kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sich vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sie sich gegeneinander. Der Admiral ist machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie? Ich bin etwas enttäuscht, Corvo. Es scheint, als wollten Sie besonders brutal sein. Die Reisen mit Ihnen waren interessant. Aber sehen Sie mich zum letzten Mal, Sir. Leben Sie wohl. Meine Hoffnung ist, dass Emily alles heil übersteht. Raus. Ja, meine auch. Meine auch. Dieses Mal lasse ich Sie noch gehen. Kingsborough Island, hoher Chaosfaktor. Verlassen Sie das Boot. Tschüss. Ja, ich habe echt ziemlich verkackt hier. Gebietskarte. Leuchtturm, Festung King's Barrow und hier sind wir. Wer ist da? Ja, dann da. Ja, mal schauen. Kugeln, Pistole. Ja, wir haben echt ziemlich verkackt. Das finde ich etwas schade, dass wir so brutal vorgegangen sind. Aber die haben mich ziemlich gelockt, finde ich. Weil die haben ja immer wieder so gesagt, ja, für Überrache, komm bloß nicht wieder, wenn du ihn nicht getötet hast. Und ja, deswegen dachte ich auch so, ja, ist ja ein guter Grund, ja, das Spiel wird es ja verstehen, wenn ich den jetzt töte. Weil, ja. Oh, scheiße. Ja, hab ich nicht gesehen. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott. Wo? Nein. Hier ist keine Ratte mehr. Hier ist keine Ratte mehr. So, jetzt bin ich Ratte. Sagen, wie du. Ich kann damit auch nicht sprinten. Wie du erschießt mich jetzt. Hafenseitiger Eingang. Strandseitiger Eingang. Oh, da können wir nicht durch. Warte. Könnte sein, dass hier irgendwo
vielleicht ein kleiner Weg ist. Du hast mich nicht gesehen. Oh, er hat mich angeguckt. Er hat mich angeguckt. Hier könnte ich ja mal runterspringen. Da ist kein Walöltank drin. Ist da unten? Scheiße. Fuck. Ja, und da bin ich tot. Scheiße. Fuck. Fischfutter. Ziemlich gut bewacht. Also das ist echt das Schwerste. Ich habe ja auch Chaosfaktor hoch. Ja, ist... Ah, der Chaosfaktor. Der Chaosfaktor hat sich, glaube ich, auch immer danach gerichtet, ob ich jetzt viele getötet habe oder nicht. Und ich hatte echt selten nur niedrig und echt sehr oft hoch. Wie gehe ich denn jetzt vor? Hafenseitiger Eingang könnte ich benutzen. Nicht. Ah. Ich bin nicht da. Schon wieder. Da. Ist da einer? Weiß ich nicht. Zack. Gehen wir erstmal hier hin. Und ich würde sagen, wir gehen einmal dahin. Und hier ist es ziemlich still. Sind die, unter allem drunter. Hafenseitiger Eingang. Nehme ich jetzt mal bitte. Und ich muss halt schauen. Da. Kohaies. Zack. Komm, lauf schneller. Und sei bitte nützlich. Festung King Sparrow. Nice, jetzt bin ich dahinter. Wie mache ich das jetzt aus? Gar nicht. Ich könnte mich da drüber teleportieren. Ja, oh, okay. Neben schauen. Zack. Hot Boys. Oder? Zack. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Martin. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Mist. Ich könnte sie natürlich eliminieren, ne? Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie, Blitzleiche, jetzt zielen Sie doch mal. Nun werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. Torausstieg, Pendleton. Nee, ach. Pass auf, ich weiß, dass du hier bist. Zu mir! Verdammt! Wo ist er hin? Meine Hände langweilen sich. Natürlich. Zeig dich! Jetzt habe ich dich! Hey, wo denn? Ist mir ehrlich, Alter. No, geh doch weg. Scheiß auch sehr, ne? Ist ja natürlich als viel einfacher.